Die alte Münze in der Altperver Straße. Seit 1992 beherbergt sie die IHK-Geschäftsstelle Salzwedel. Am 10. September 1992 eröffnete die Industrie- und Handelskammer ihre Geschäftsstelle in der Altmark. Seit 25 Jahren sind die Mitarbeiter der IHK für mittlerweile über 10.000 Unternehmen unter dem Motto regional, unternehmerisch, stark, vor Ort tätig. Aus diesem Anlass fand am 12. September 2017 eine feierliche Festveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum statt. Ort der Veranstaltung waren natürlich die Räumlichkeiten und der Innenhof der altehrwürdigen Alten Münze. Sie ist nicht nur das zweitälteste Gebäude in Salzwedel, sondern durch die angesiedelte Geschäftsstelle auch das Haus der Wirtschaft für die Region Altmark geworden. Die Geschäftsstelle ist eine Plattform für Unternehmer, aber auch für Vertreter der Politik und Verwaltung. Stark dazu beigetragen hat das Team um den Geschäftsführer André Rummel sowie die Vizepräsidenten Ramona Miedl und Adolf Fese. Viele Projekte und Themen wurden in den vergangenen Jahren transportiert und sich für die Unternehmer eingesetzt. Seit 1992 ist die IHK sichere Anlaufstelle für die alltäglich auftretenden Probleme der Firmen in der Altmark. Hier trifft man gleichgesinnte Geschäftspartner und so weiter, die gleichen Probleme haben, denen sie sich jeden Tag neu stellen müssen, den Herausforderungen, und die werden nicht weniger. Nicht? Ob das Export ist oder ob das eben der Absatz ist oder die Kundengewinnung, Fachkräftegewinnung und alles Mögliche. Nicht? Also die Synergien, die werden hier teilweise ausgetauscht auch und werden gerne mitgenommen. In den 25 Jahren sind erfolgreiche Projekte wie Treffen der Wirtschaft, Dialog Altmark, Sport trifft Wirtschaft, die Altmark kocht oder Tag der offenen Tür in der Chronik der IHK-Geschäftsstelle Salzwedel zusammengekommen. Das hat mich bis heute berührt, wie die Altmärker gemeinsam für den Lückenschluss A14 kämpfen, sich einsetzen. Auch für die Querspange B90N. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Demos organisiert und die Altmark ist immer hier sehr geschlossen aufgetreten und sehr konkret und auch sehr praxisbezogen in diesem Punkt. Das hat mich fasziniert bis heute. Und ein zweites Thema ist die Altmark Grüne Wiese mit Zukunft. Das ist eine Regionalmarketingstrategie, die wir hier mit den Landkreisen, mit den Landräten sozusagen vor vielen Jahren angeschoben haben, und sie läuft heute sehr gut und auch in den nächsten Jahren weiter, aber da sehe ich eben auch ein Beispiel darin, wie positiv Geschäftsstellenarbeit sein kann. Die Jubiläumsfeier war familiär und feierlich. Eröffnet wurde sie musikalisch durch die Kreismusikschule. Der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Jürgen Ude, sprach die ersten Grußworte und bedankte sich bei seinen ehemaligen Kollegen der IHK. Diese 8 Jahre Vizepräsidentschaft, die Arbeit in der Vollversammlung, auch die Arbeit mit meinen Kollegen hat mich auch geprägt. Und ich glaube, kann Ihnen sehr dankbar sein, dass ich heute diese Funktion hiermit übernehmen kann als Staatssekretär in einem Ministerium, was für die Wirtschaft, aber auch für die Wissenschaft und für die Zukunft mit dem Thema Digitalisierung steht. Also meine lieben Kollegen, vielen Dank, dass Sie mich so geprägt habt. Der Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Michael Ziecher, schaute in seiner Rede ebenfalls auf die letzten 25 Jahre zurück. Zuallererst sind ja diese 25 Jahre IHK-Geschäftsstelle hier in Salzwedel tatsächlich von Erfolg, von intensiver Arbeit, von intensiver Zusammenarbeit geprägt. Sie ist ja letztendlich damit verbunden, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den beiden Landkreisen hier in der Altmark in den letzten 25 Jahren verlaufen ist. Und da kann man einfach mal feststellen, dass wir aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind. Wir hatten einen Strukturwandel. Auf einer Geburtstagsfeier dürfen natürlich Geschenke nicht fehlen. Von ihren Kollegen der Geschäftsstelle Harz bekamen André Rummel, Ramona Miedl und Adolf Fese ein exklusiv gegossenes Eingangsschild für ihre IHK-Geschäftsstelle. Anschließend entführten die Vizepräsidentin Ramona Miedl und der Vizepräsident Adolf Fese das anwesende Publikum auf eine Zeitreise. Sie blickten per Präsentation auf die letzten Jahre zurück und beleuchteten die vergangenen und kommenden Themen.
Hier wurde noch einmal deutlich, was die Mitarbeiter der IHK im letzten Vierteljahrhundert für die Region geleistet haben. Bei so einer Jubiläumsfeier schaut man aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung nahm der Vorstand der Wirtschaftsjunioren Altmark 5 neue Mitglieder in seinen Kreis auf. Die Wirtschaftsjunioren sind junge Unternehmer, Fach- und Führungskräfte bis zum Alter von 40 Jahren aus allen Bereichen der Wirtschaft. Für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedankte sich der Vorstand der Wirtschaftsjunioren insbesondere beim Geschäftsführer André Rummel und zeichnete ihn mit der höchsten Auszeichnung der Wirtschaftsjunioren aus. Auch sie fühlen sich in der Geschäftsstelle jederzeit gut aufgehoben. Also ich glaube, wir haben hier in der Altmark eine sehr, sehr gut besetzte Geschäftsstelle, die sich unheimlich stark für die Unternehmen hier einsetzt, den Kontakt auch zu den Unternehmern hält, insbesondere auch bei den Wirtschaftsjunioren. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Man kann hier jederzeit herkommen. Jeder weiß, wo er hingehen muss, wenn er die IHK sucht. Und ich glaube, das macht hier auch sehr viel dieses Familiäre in dieser IHK-Geschäftsstelle aus, dass das so gut funktioniert mit den Unternehmern und der IHK. Die besten Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe bei den Abschlussprüfungen 2017 im Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal wurden ebenfalls geehrt. Der Zukunft für die nächsten 25 Jahre steht demnach nichts mehr im Wege. Oh, ich glaube, wir haben eine sehr starke wirtschaftliche Zukunft. Alleine schon, weil wir eine Region sind, in der man auch noch in Ruhe leben kann, trotz der Arbeit. Und wir haben auch noch Potenzial, hier mehr Wirtschaft anzusiedeln. Und die Unternehmer, die da sind, beweisen, dass es auch in so einer Region sehr, sehr gut funktionieren kann. Und wir hoffen, dass wir auch andere davon überzeugen können, dass es so ist und sie sich uns anschließen. Das ist